wir reden über andere Dinge. Angepasste Plattformen, die sich anfühlen, dass eine Markenwelt tatsächlich für den Kunden erfahrbar ist. Mitmachen, neugierig sein, mutig sein, das ist das, was wir uns heute vorgenommen haben. Mit unserem nächsten Speaker verbinden uns schon mehrere Jahrzehnte an gemeinsamer Zusammenarbeit. Und das Schöne ist, dass wir viele Werte gemeinsam teilen und vor allem auch den Anspruch an unsere Arbeit. Sein Unternehmen JKR Events, mit dem er auch heute das ganze Event hier möglich gemacht hat mit Sound und Film und Licht, gründete er 2016 im Alleingang und ist für uns eigentlich immer der Ansprechpartner, sobald es um großartige Bühnenmomente geht. Seit der Pandemie stellen sich viele Veranstalter immer wieder die Frage, wie machen wir es, digital oder hybrid, welche Zielgruppen wollen wir ansprechen, welche Formate nutzen wir, und seine Erfahrungen teilt uns jetzt Jens Krause mit. Danke. Ja, danke für die großartige Vorstellung. Dann brauche ich das mit den der Geschichte seit 98 gar nicht weiter erwähnen. Und also ich habe das Thema Streaming-Plattform mitgebracht, was sich bei uns im Unternehmen die letzten 3 Jahre zu einer echten Spezialität entwickelt hat, was uns auch, ich sag mal, im Gegensatz zu vielen anderen Technikfirmen und Live-Veranstaltern wirklich in einer ganz anderen Form durch die Pandemie gebracht hat. Das heißt, um was für Streaming-Plattformen reden wir hier? Es geht bei uns tatsächlich hauptsächlich um das Thema B2B-Plattform, das heißt Kommunikation im B2B-Business-Umfeld. Und da gibt es grundsätzlich mal das Thema, eine Live-Konferenz wird übertragen in ein Streaming oder die andere Version einer Messeplattform, sei es ein einzelner Stand oder eben entsprechend eine komplette Messe wird ins Digitale gehoben. Und da das Thema noch viel, viel älter ist und wir da auch eine viel längere Historie haben, ist mir auch, ich sag mal, erst jetzt während der Pandemie bewusst geworden. Wir haben vorher schon Veranstaltungen betreut. Ich war persönlich der gesamttechnische Projektleiter für das Thema der Asia Development Bank Konferenz. Das ist eine internationale Wirtschaftsförderungsbank im asiatischen Bereich. 3000 internationale Gäste über 5 Tage und mit 19 Konferenzsälen. Und da dann tatsächlich zum ersten Mal ein IPTV-Programm. Das heißt, man konnte zwischen 11 Programmen wählen und live das Programm entsprechend verfolgen, in Lounges, in anderen in Essensbereichen, aber auch eben entsprechend Übertragung im Internet. Zum Teil Eröffnungsfeier wurde über YouTube übertragen als Plattform und spezielle andere Teile wurden über eine gesicherte Plattform, weil es da halt tatsächlich um internationale Geldgeschäfte ging, eben entsprechend übertragen. Also das ist mal so die Besonderheit, schon wie gesagt 2016 deutlich vor der Pandemie, vor all dem, was wir alle gemeinsam die letzten 3-4 Jahre erlebt haben. Gemeinsame Geschichte, Blizzard, Gamescom, der große emotionale Moment, der eben entsprechend nicht nur in der Halle für uns alle erlebbar war, mit der Großartigkeit eines kompletten Philharmonieorchesters auf der Bühne mit Chor, aber auch eben entsprechend die Einbindung von über 1 Million Teilnehmern weltweit für die Premiere von neuen Games-Titeln für Blizzard. Und da haben wir halt auch eben entsprechend eine lange Historie, schon seit 2009, auch schon vor Köln, bevor die Gamescom nach Köln gezogen ist, oder 2008, haben wir schon die Pressekonferenz gestreamt. Und da haben wir eben entsprechend die klassischen B2C-Streaming-Plattformen, also ein Twitch, der gerade auch großartigen Vortrag von den Kollegen aus dem Games-Bereich, ja nochmal so hochgehoben wurde. Darüber rede ich aber jetzt nicht so, sondern ich rede darüber tatsächlich, wie man komme ich zu meiner Business-Plattform. Weil da gibt es halt, ich sag mal, das ist mehr so das Thema eines Mediaplaners eben entsprechend, aber wir reden über andere Dinge. Angepasste Plattformen, die sich anfühlen, dass eine Markenwelt tatsächlich für den Kunden erfahrbar ist. Kleines Beispiel jetzt aus der Pandemie. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, was das dann auch tatsächlich an Implikationen hat. Eine Veranstaltungsreihe, die jetzt auch fortlaufend noch weiter von uns produziert wird, die sogenannten Digital Knowledge Days für Mitsubishi Living Environment Systems, das ist der Klimaanlagenbereich. Und die hat natürlich das Problem, keine Messen gingen, keine Konferenzen haben funktioniert, die Schulungen, die im großartigen Schulungszentrum dort normalerweise in live passieren, haben nicht funktionieren können. Das heißt, wir haben da ein Pop-Up-Studio gebaut im Gebäude, eben entsprechend auch in der vorhandenen Schulungsstruktur, um auch eben entsprechend die Elemente, die Anlagen, die Maschinen dort haben zu können. Und haben auch die ganze Architektur des Gebäudes eben entsprechend mit einbezogen.
Gestreamt wurde das Ganze und wird das Ganze tatsächlich über GoToWebinar, eine Plattform, wo ich mich gleich nochmal näher mit beschäftige. Anderer großer Kunde von uns, die Kollegen von Fressnapf in Krefeld, da haben wir die verschiedensten Streaming-Formate, Interaktionsformate seit Beginn der Pandemie produzieren müssen, können, dürfen. Das geht inzwischen so weit, dass dort ein komplettes Studio installiert worden ist, was jetzt nach und nach auch auf Fernsehniveau und auf Videoproduktionsniveau für wirklich B2C Content-Produktion hochgehoben wird. Da haben wir die verschiedensten Streaming-Plattformen ausprobiert, immer auch mit dem Blick darauf, wie sind die Teilnehmer, welche Bedingungen habe ich, wie sind die Zugangshürden. GoToWebinar eben entsprechend für externe Dinge wie eine Pressekonferenz, Microsoft Live Team Event eben entsprechend für interne oder Kommunikation mit den Lieferanten und Teams Events eben entsprechend für interne Veranstaltungen. Ganz andere Art von Organisation, das Thema Arbeitsschutz, EU, OSHA ist die Arbeitsschutzbehörde der EU. Wir haben bei uns in Dortmund das entsprechende Pendant hier aus von Deutschland und bei großen Kampagnen müssen die natürlich auch kommunizieren, müssen die Themen, sei es mentale Gesundheit, Rückenschutz und solche Themen, halt eben entsprechend in ihre ganzen Partnerorganisationen, in die Arbeitsschützer bei den Unternehmen und Organisationen reinbringen. Und da haben wir natürlich das Thema öffentliche Regierungsorganisationen. Da haben wir eine Kombination aus Big Blue Button, das ist eine Plattform, die ein Open-Source-Produkt darstellt. Das heißt, das ist für den universitären Bereich entwickelt worden, um eben entsprechend da den Entwicklungsprozess im Griff zu haben und für alle öffentlich damit auch umgehen zu können, wie diese Software entwickelt ist. Und Zoom, weil, man höre und staune, Zoom bietet mal ganz große Vorteile und man kann Zoom auch tatsächlich mit einer deutschen Datenschutzregulierung kaufen, was vielen nicht klar ist, weil bei manchen Organisationen geht bei Zoom, oh nein, amerikanisch und verboten. Nein, wir haben tatsächlich auch einen Kunden aus dem Bereich Verkehrsverbund, der eben entsprechend damit umgeht, mit einer entsprechenden Datenschutzvereinbarung und Servern in Deutschland. Und ein letztes Beispiel, wie weit dann auch so eine Thematik gehen kann. Thema BITZA Days, Ersatz eines Weltmessestandes im Sinne von der Chillventa 2021, die war natürlich nicht möglich. Und da ist die Besonderheit, dass wir da eine Kombination haben von einer wirklich ganz großartigen Produktion im Sinne von einem 30 Meter Greenscreen-Studio, automatisierten Kameras, komplettes 3D-Modell, weil was möchte ich machen? Ich hab nicht die Möglichkeit, in einem Moment eine 3,5 Tonnen Kompressoranlage dazu stehen zu haben und im nächsten Moment tatsächlich in real ein kleines Hausgerät für einen Innenraum zu haben. Dafür ist so ein Greenscreen-Studio großartig, aber da will ich gar nicht drüber reden, sondern die Thematik ist, damit wir das Ganze überhaupt ausspielen konnten, weil es gab auch so viele interne Themen, neue Produkte und solche Dinge, wurde eine Plattform speziell für den Kunden entwickelt, in einer Kombination, wo man sich 3D-Modelle eben entsprechend anschauen konnte, in die 3D-Modelle in Unity, dem einen oder anderen wird das hier was sagen, eben entsprechend reinzoomen konnte und man entsprechende Serverkapazitäten weltweit für die jeweiligen Sendezeiten gebucht hat. Das heißt, wir haben morgens für China gesendet, wir haben mittags für Europa gesendet und haben nachmittags für USA gesendet oder späten Nachmittag für USA und hatten dann immer auch dedizierte Serverkapazitäten in diesen lokalen Destinationen. Ja, also man sieht schon, ich habe jetzt, ich sag mal, 6, 7 Namen schon genannt an Plattformen. Es gibt nicht die eine Plattform, wo ich sage, ich verkaufe die. Deswegen haben wir uns auch relativ schnell dafür entschieden, dass wir nicht eine JKR-Plattform oder ein bestimmtes Produkt, egal ob unter unserem Namen oder an einem anderen Namen, zu verkaufen, sondern wir möchten beraten und wir möchten halt für das jeweilige Projekt, für den jeweiligen Zeitpunkt, die jeweiligen Anforderungen, das richtige Plattform darstellen. Das ist nur ein Mini-Ausschnitt, was es alles gab und gibt, eben entsprechend an Plattformen. Wir haben während der Pandemie mal mit Kollegen gezählt und haben allein in Deutschland, für Deutschland dedizierte B2B-Plattformen über 200 gefunden. So, und die Frage ist jetzt, wie komme ich zu der richtigen Plattform für mein Projekt? Erstmal grundsätzlich ein paar Dinge, das muss man sich nicht alles durchlesen. Wichtig ist,
es gibt so ein paar große Highlight-Punkte, die man entscheiden muss. Also, wie ist mein Design? 3D, 2D, Hybrid, zeige ich gleich nochmal. Wie sind meine Anforderungen von IT-Schnittstellen? Ich muss mit Daten da rein, Adressdaten von meinen Teilnehmern, ich muss mit Daten hinterher wieder raus. Also wie sind meine Schnittstellen im Unternehmen, die es schon gibt? Habe ich Besonderheiten wie, was ich gerade genannt hatte, 3D-Modell oder anderes? Und wie komplex muss meine Rechteverwaltung sein? Also wie in meiner Organisation, die diese Plattform hinterher benutzen soll, wie viele Rechteebenen brauche ich, welche verschiedenen Rechteverteilungen brauche ich und so weiter. Und dann nicht zu vergessen, Datenschutzrichtlinien. Wir haben einmal eine gesetzliche Situation, aber wir haben in vielen Organisationen die Situation, dass Dinge darüber hinausgehen. Ganz kleines Beispiel, jeder kennt ein Teams-Meeting, wenn man zum Teams-Meeting mal eingeladen hat und hat in der Organisation das so eingestellt, dass man dann plötzlich so eine Meldung kriegt, willst du eine Teilnehmerliste haben, Teilnehmerbericht? In manchen Organisationen ist das auch schon verboten, im Sinne von einer Betriebsvereinbarung, die sagt, das ist eine unzulässige Überwachung der Arbeitszeiten der Mitarbeiter, ne, Tätigkeitsberichte und solche Dinge. Muss man, wenn man so ein System aufsetzt, so eine Ausschreibung aufsetzt, muss man das unbedingt beachten. Grundsätzlich mal ein paar Beispiele zum Thema 3D-Navigation. Das war während der Pandemie, war das ganz heiß, was auch vielen Messebauern verständlicherweise nicht gefallen hat, natürlich. Und ich sage auch, nicht um irgendjemandem hier zu gefallen, aber dieses Thema 3D, ne, zeigen wir gleich mal ein paar Beispiele, ist auch was gewesen, was eine gewisse Verspieltheit hat. Aber solange wir nicht alle in der Brille sitzen und zu Hause uns nicht mehr wegbewegen, ist das für mich keine Lösung, wo ich sage, das will ich unbedingt haben. Aber es ist vorgestellt. Ne? Also ein Thema Telekom hat das natürlich sehr stark genutzt. Da gibt es Projektbeispiele, Digital X eben entsprechend als, ne, als reine Digitalversion während der Pandemie. Und ja, das ist das Thema 3D. 2D, ein Beispiel, GoToWebinar. Das ist halt ein ganz einfaches Tool, in Anführungszeichen, kommt aus dem Schulungsbereich, aus dem wirklichen Schulbereich, universitären Bereich. Und hat halt ein paar ganz gute Vorteile, super Analyse-Tools, hat den Vorteil, dass ich ganz selten irgendeine Organisation habe, die die entsprechenden Schnittstellen sperrt. Das ist nämlich bei vielen Plattformen wirklich dann auch der Killer. Also wenn ich nur für eine Stadt Köln arbeite, für das Land NRW arbeite, für eine Bundesregierung arbeite, komme ich sogar mit GoToWebinar da durch. Aber, und das sagt einem keiner, die Qualität, die dann wirklich ausgespielt wird, ist halt nicht so, wie sie eigentlich im Studio produziert wird. Und das ist jetzt das Beispiel auch tatsächlich, irgendwie ein Use Case, wo wir jetzt tatsächlich nach 3 Jahren endlich dazu übergehen können, eine andere Plattform zu übernehmen, weil die halt im ganzen Schulungsbereich schon komplett ausgerollt war. Und wenn man jetzt einmal achtet, im nächsten Klick spiele ich mal einen Clip aus, so wie er beim Kunden angekommen ist, beim Teilnehmer angekommen ist und so wie er vor Ort von uns produziert worden ist. Da hätten wir jetzt eine kleine Umfrage, um auch Sie hier nochmal abzuholen. Seite hier ist die Originalproduktion. Da hätten wir jetzt eine kleine Umfrage, das ist das, was beim Kunden angekommen ist. Nochmal ein Beispiel. Und so wie ich gerade sehe, die Uhr ist auf 20 Uhr umgesprungen. Diese ganzen Artefakte, die da drin sind. Die Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben, das war die Produktion vor Ort. Und das ist ein Thema, was viele Plattformen einem nicht erklären, was da passieren kann. Danke für die Teilnahme. Und auch hier nochmal anhand von Grafikdaten. Diese Stundenhäufigkeit wird... Ja, gerade ein Thema bei irgendwelchen wissenschaftlichen Themen, Maschinenbauthemen, kann man die Skalenbeschriftung lesen und so weiter. Da kommt dann dieser Begriff SCOP raus. Dabei geht es nicht nur um Auflösung. Also ne, nicht nur darum, ob es 1920, 1280 irgendwas anderes ist, sondern da geht es noch viel krasser bei GoToWebinar darum, dass ich plötzlich nur noch 12 Bilder die Sekunde habe. Und da produziert man irgendwie für Zehntausende Euro Content und der kommt so beim Kunden an. Das kann im Übrigen auch passieren, nicht weil die Plattform nur darauf geeicht ist, sondern auch, wenn eine Organisation in ihrer eigenen IT so aufgestellt ist, dass sie nicht genug Bandbreite bietet. Das heißt, wenn ich eine Organisation habe, und das haben wir bei ganz vielen Kick-Off-Themen gehabt, sogar bei einer PwC, wo dann die Mitarbeiter aufgefordert sind, nee, guckt euch den Streaming-Tag nicht über euren normalen Zugang in der Firma an, geht nach Hause, nehmt da euer Internet. Weil das Thema war, 15.000 Mitarbeiter gleichzeitig mit einem Streaming-Signal zu versorgen, was über einen Punkt
aus dem Studio in die komplette IT fließen musste, war nicht möglich, selbst bei einer PwC, die nicht an Geld mangelt, denen es nicht an Geld mangelt. So. Nächste Version, gerade für so One-Off-Events, hier das Beispiel 100 Jahre Mitsubishi Electric, für One-Off-Events, Pressekonferenzen und so weiter, wenn ich keine ganze Plattform brauche, gibt es die Möglichkeit, eben entsprechend eine klassische Webseite aufzusetzen und da eben entsprechend als Plugin das Streaming-Fenster zu haben, inklusive auch solcher Dinge wie einem Countdown und einer Zugangsvariante und auch dann entsprechender Analyse, eben entsprechend, wie die Teilnehmer sind. Das ist eine Variante, wenn man da entsprechend mit den richtigen Partnern zusammenarbeitet, die halt sehr schnell umsetzbar ist. Auch, wie gesagt, das war ein Beispiel, über 5000 Teilnehmer europaweit für eine Jubiläumsveranstaltung, Jubiläumsstreaming. Das kriegt man halt schnell umgesetzt, aber es ist halt nicht der Ersatz für eine komplette Marken-Internet-Plattform für entsprechend B2B-Kommunikation. Ist One-Off. Also, das mal so typische Beispiele, die wir haben. Was wir in letzter Zeit auch häufiger haben für diverse Kunden, ist das Thema Zoom oder Vimeo als Webinar-Version jeweils in Webseiten zu integrieren. Wie gesagt, schnell integrierbar, auch meistens keine Zugangshürdenproblematik. Und man muss trotzdem sagen, testen, das, die Plattform, also das Streaming-Fenster testen, Zugänge testen und auch mit der IT sprechen in dem jeweiligen Unternehmen. Also das ist hier das Beispiel Polis Forum, Polis Akademie, da geht es halt um das Thema Immobilienwirtschaft, Städtebau. Da haben wir halt die Situation, dass wir da ein kleines Studio haben beim Verlag in Wuppertal. Wir haben eine Webseite, die aufgebaut worden ist, plus einer Mobil-App, um daran teilzunehmen. Das ist halt auch eine komplette Community, die da aufgebaut wird. Und dann habe ich eben entsprechend die Möglichkeit, so einen Talk zu buchen. Und dann wird das da ausgespielt. Ist als Plugin eben entsprechend als Fenster in einer Webseite integriert. Minimale Zugangshürden, selbst bei, wie gesagt, Beispiele sind immer Land NRW, Stadt Köln, mit denen wir uns halt gerne auch mal zusammensetzen und dann schauen, könnt ihr alle das Ganze euch angucken. So, und die größte Plattform, mit der wir aktuell zu tun haben, bei vielen Unternehmen wie Fressnapf, E.ON und anderen, ist das Thema Teams. Teams in der Version als Live-Event oder als Webinar ist inzwischen sehr gut weiterentwickelt. Ich kann nur den Tipp geben, sich da auch mal anzuschauen, was es da in dem App-Store entsprechend gibt. Da gibt es ganz tolle Dinge, Gamification, Umfragen, WordCloud. Es kann inzwischen auch tatsächlich sehr gut eine Gruppe von Menschen, also Klassiker, Führungskräftetagung, ich habe 100 Teilnehmer und ich möchte entsprechend Breakout-Räume bilden. Auf einen Klick kann ich irgendwie 4 Gruppen, 8 Gruppen, 10 Gruppen, die wieder zurückholen. Das geht inzwischen alles, ohne dass ich da extra Geld für zahle. Aber es ist immer Teams live. Das funktioniert super, wenn der restliche Umgebung auch schon in Microsoft Office, in Microsoft Teams und in Microsoft Office 365 vor allen Dingen entsprechend integriert ist. Also meine Teilnehmerdaten sind dann schon da und so weiter. Wie gesagt, bei den großen Industrieunternehmen, für die wir so arbeiten, ist das Mittel der Wahl aktuell für interne Kommunikation und ein Teil der externen Kommunikation, die wir sowieso in einem festen Geschäftsbereich zusammenarbeiten. Das ist nichts für B2C. Für B2C, Klassiker, jetzt Fressnapf war kurz vor Weihnachten, da gab es so einen Erste-Hilfe-Kursus, da gehe ich dann wieder nach YouTube. So, Teilnehmerkreis. Was gilt es zu beachten? Also, das steht immer hier drüber, B2B oder B2C. Die großen Plattformen, über die wir auch vorhin geredet haben, das sind die B2C-Plattformen. Bei den B2B-Plattformen möchte ich aber tatsächlich was Dediziertes für meine Marke, für mein Unternehmen, für meine Organisation eben entsprechend anlegen. Und auch nochmal einmal ganz kurz, der unterste Punkt ist nochmal ganz wichtig zum Verstehen. Was heißt denn Streaming überhaupt? Weil da gibt es ganz oft Missverständnisse drüber. Streaming funktioniert tatsächlich so, dass eine möglichst hohe Qualität an Audio und Video von einem Punkt zu vielen Punkten übertragen werden sollen. One to many. Das hat aber zur Folge, dass ein Streaming
so funktioniert, dass je nachdem, welche Plattform, welche Serverkapazitäten und wie viel Geld ich damit investiere, zwischen 15 und 30 Sekunden Delay, Verzögerung zwischen meiner Sendung vor Ort im Studio und dem Teilnehmer ist. Und das ist was vielen auch in der Inszenierung manchmal fehlt zum Verständnis, weil Klassiker, Moderator sagt, so, jetzt stimmen wir mal ab, wer alles sagt, das Mittagessen war gut. So. Und da kommen plötzlich keine Ergebnisse. Nein, weil ich muss 30 Sekunden warten, bis der es beim Teilnehmer angekommen ist und der antworten kann. Deswegen gibt es die andere Form, das, was wir alle heutzutage nutzen, Teams oder Zoom. Da geht es darum, möglichst schnell Kommunikation zwischen allen an einer möglichst kurzen Verzögerung zu bieten. Das geht aber auch technisch nur so, dass die Qualität an irgendeiner Stelle niedrig ist. Ein Beispiel, vor dem ich alle warnen möchte, die mal halt entsprechend folgendes Setting produzieren müssen. Ich möchte ein Interview, also jemand ist nicht da und ich muss ein Interview aufzeichnen. Und die soll auch gleichzeitig eine PowerPoint halten. Kann ich bei Teams beides machen. Aber das Kamerafenster ist auf einmal mini klein, mit ganz mieser Qualität. PowerPoint sieht super aus. Warum ist das so? Warum macht der Algorithmus das so? Der sagt, in dem Moment, wenn ich eine PowerPoint teile, ist die PowerPoint das Wichtigste oder das Video das Wichtigste, also der Videofilm. Das Kamerabild ist doch jetzt egal in dem Moment. Das mache ich klein, das mache ich als Briefmarke nebendran. Das heißt, ich brauche eine Platte, wenn ich ein Interview aufzeichnen will oder einen PowerPoint-Vortrag von jemandem aufzeichnen will, brauche ich eine Plattform, die beides in gleicher Geschwindigkeit aufzeichnet, also gleicher Qualität anbietet. Entschuldigung. Also, deswegen, so ein Thema wie Zoom zum Beispiel, Zoom als Plattform, kann das beides. Die können Kamerabild, wenn man die richtige Lizenz hat, Kamerabild und PowerPoint in voller Qualität übertragen. Also, Delay-Unterschied und das Thema halt Abgrenzung der Kommunikationsplattform. Ich nenne jetzt mal Beispiele Zoom und Teams oder auch WebEx oder eben entsprechender Streaming-Plattform. Ja, am Ende kostet ja alles Geld und das ist ja auch ein Teil als der Gesamtprojektleitung, um zu schauen, was sind denn die Faktoren, dass wir das Ganze uns auch leisten können. Was wir immer wieder feststellen, eines der Hauptkriterien ist Anzahl Teilnehmer. Also gerade wenn es um Ausschreibungen geht, ich möchte 20 Veranstaltungen im nächsten Jahr machen und ich habe insgesamt 10.000 Teilnehmer oder 15.000 Teilnehmer, das ist der entscheidende Kostenfaktor, weil alle Serverkapazitäten eben entsprechend danach berechnet werden. Es gibt auch ganz viele andere Themen, die am Geld natürlich liegen. Grundsätzlich, und das werde ich gleich in den zwei Case Studies nochmal kurz zeigen, geht es darum, habe ich eine Standardplattform, die ich einfach nur mit Inhalt fülle, oder habe ich eine speziell entwickelte Plattform für einen Kunden, für einen Markenauftritt? Gerade für die Gestalter hier, ganz wichtig, das Thema Design-Booklet. Wenn wir aus einer Projektleitungssicht heraus so eine Ausschreibung anfangen, all diese Daten einsammeln, wie groß soll das sein, wer sind die Teilnehmer, wie viele Kanäle brauche ich und so weiter, muss zwingend zum gleichen Zeitpunkt auch ein Design-Booklet gemacht werden. Weil wenn die Plattform dieses Design-Booklet nicht umsetzen kann, wird das Projekt torpedieren und auch immer wieder Probleme bieten. Design-Booklet brauche ich den ganzen Gestaltern hier nicht zu erklären, was das ist. Aber da gibt es halt noch ein paar andere Sachen, die dann noch mit reingehören in so ein Design-Booklet. Wie sehen Push-Nachrichten aus? Wie ist die Verbindung und das gegenseitige Zusammenspiel zwischen einem LV, also der Leistungsbeschreibung für so eine Plattform, und dem Design-Booklet? Nochmal so zusammengefasst, geht um Zugangshürden und Projektaufgaben in so einer Entwicklung, IT-Schnittstellen, Datenschutz und Sicherheit, Design und UX, also wie sieht das aus, wie fühlt sich das an für den Teilnehmer, Erfolgskontrolle, Interaktion, Chat und Voting, was dann bis zu Gamification weitergehen kann eben entsprechend, Teilnehmermanagement und CRM, also wie kriege ich die Daten von neuen Teilnehmern dann auch in mein CRM, wie kriege ich eben entsprechend auch die Daten, die ich schon habe, eben in meine Plattform. Und ja, einmal so ein paar Bereiche. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, weil wir machen hier kein PowerPoint-Getanze. Aber was ankommen soll, ist, dass dieses Thema Entscheidung für eine Plattform und Entwicklung einer Plattform,
Das hat eine ähnliche Gestaltungsaufgabe und Aufwand wie eine große Webseite eines Industrieunternehmens. Weil sie spielt auf dem gleichen Niveau, weil alles das, was eben entsprechend dann in der Kommunikation passiert, von einem Maschinenbaukonzern zum Beispiel mit seinen Stakeholdern, mit seinen Auslieferern, mit seinen Landesorganisationen, hat die gleiche Wirkung wie eine große Webseite eben. Themen können halt sein, welche Teile des Broadcasts sind offen und geschlossen und so weiter. Internationalität und die IT-Voraussetzungen. Auch was oft vergessen wird, wenn kein ITler mit am Tisch sitzt, der diese Fragen sofort stellen würde, ist, welche Rollen und Zugänge brauche ich eigentlich? Das heißt, vom Gast bis zum Superadmin, der Superadmin, der die ganze Seite abschalten kann oder halt noch neue Spielformen davon anlegen kann, gibt es ganz viele Abstufungen an Rechten, an Aufgaben und an Stakeholdern, die bedient werden müssen. Und wenn die Plattform das entweder nicht kann oder nur in Teilen kann oder diese Rechte nicht vorsieht, dann haben wir ein Problem in so einem Projekt. Kommen wir zur Realisation. Das ist so ein Beispiel, was wir für das Thema Emscher-Lippe bei uns im Ruhrgebiet durchführen durften. Ein Spezialfachforum mit 250 Teilnehmern, die gleichzeitig in einer 3D-Plattform und gleichzeitig teilweise über den Tag verteilt dementsprechend in einem klassischen Streaming waren, auf einer Webseite gestreamt worden sind. Aber so sieht dann so eine Regie aus mit der Komplexität eben entsprechend von einer Tonregie, einem Ablaufregieplatz, einer Datenmischung, einer Kameramischung. Und jetzt komme ich dazu, der Platz hier, das war keiner von unseren Technikern. Das war für den Redakteur, die Redakteurin, die eben entsprechend die Q&A filtert. Das heißt, die Hatzko schaut sich an, welche Fragen soll jetzt vorne das Fachforum beantworten, das Panel, und welche nicht. Und wie kann ich Antworten schon vorbereiten? Und das gilt es halt zu beachten. Welche Rollen kann der Kunde und das Unternehmen selber übernehmen oder muss sie auch übernehmen, damit es funktioniert? Das geht halt von Monitoring, das heißt, ist das da draußen gut zu sehen, gut zu hören, über wie sind die Anzahl der Teilnehmer, müssen wir vielleicht noch mal eine halbe Stunde warten, bevor wir weitergehen. Und als wichtigstes Thema, das Thema Q&A und Fragen. Und dann noch was mir ganz am Herzen liegt tatsächlich aus diesen Projekten der letzten 3 Jahren. Es ist nicht mit einem FAQ getan und einer Webseite, so könnt ihr das benutzen. Viele Menschen da draußen sind nicht so IT-Firmen wie wir, ich sag mal in Agenturen, wie wir, die technisch orientiert sind. Man muss wirklich damit rechnen, dass es immer wieder Teilnehmer gibt, die halt extra Hilfe brauchen. Und da ist es nicht mit einem E-Mail-Service oder einem FAQ getan. Ich kann nur jedem empfehlen, setzt euch da jemand hin, der eben entsprechend am Telefon ist und sagt, okay, dann machst du das, dann machst du das, dann rufst du mal deinen ITler an und lässt das und das entsperren und dann kannst du teilnehmen. Trinke ich einmal einen Schluck? Kurze Erklärung, ich habe versucht hier 6 Stunden Inhalt, weil ich 2-mal im Jahr einen Vortrag halte für diverse Organisationen, also eine Schulung, das ist kein Vortrag, sondern eine Schulung, auch eine mit Workshop-Anteil, mal runterzubrechen und da fällt es einem immer schwer, was wegzulassen, deswegen hetze ich jetzt mal so durch die Themen. Aber wie gesagt, also das mit dem Telefon-Helpdesk hat sich bei uns bei der Polis Convention in den Jahren sehr, sehr bezahlt gemacht, tatsächlich eine sehr viel höhere Zufriedenheit der Teilnehmer, die halt ja nicht so IT-Firmen sind. Analyse und Erfolgsmessung. Die Excel-Liste kann man jetzt so nicht lesen, aber man sieht hier vielleicht irgendwie so einen Riesensprung irgendwie von 31,7% auf 70%. Das ist so der Klassiker, die letzten 2 Minuten springen die Leute dann rein. Das ist eine Pressekonferenz, Jahrespressekonferenz von Fressnapf gewesen, tatsächlich auch in GoToWebinar ausgestrahlt, weil es halt Gründe gab, was das Thema Zugangshürden ging. Und da gibt es halt ganz viele verschiedene Modelle, wie man aus den unterschiedlichen Plattformen was rauskriegt. Grundsätzlich, das Wichtige ist, man soll sich einen Kopf darüber machen, was man braucht. Also derjenige, der sagt, ich möchte eine Plattform haben, der muss auch wissen, warum er seinem Business Unit Leader halt sagt, ich will diese Plattform haben und was für Argumente braucht er, um die auch dann tatsächlich bezahlt zu bekommen. Das heißt,
monatliche Teilnehmer, Anteil Teilnehmer für Seminare und so weiter. Da geht es halt wirklich darum, das begründen zu können und auch zu sagen, die Veranstaltung machen wir jetzt, bei einem Kunden zum Beispiel haben wir eine Veranstaltung jeden Monat gemacht. Dafür machen wir die jetzt nicht mehr jeden Monat, sondern machen die alle 3 Monate, nehmen aber das Geld, das ist dann nicht gespart, sondern produzieren damit besseren Content, machen bessere Use Cases bei Kunden an Standorten, wo Dinge produziert sind oder eingebaut sind. So, jetzt mal eine schnelle Case Study. Wie komme ich denn von der digitalen, von der Live-Messe zur Digitalkonferenz? Ja, also von 2015 bis 2019 haben wir die Polis Convention im Areal Böller durchgeführt. Sehr, sehr undigital, mit nur wenig Kameratechnik. Ich sag mal, einem 2-Minuten-Film, wie die Veranstaltung gelaufen ist. Und das war es letzten Endes an Content. 2020 hat uns alle das Thema Corona erreicht und auf einmal mussten wir aus dem da und dem Live-Erleben und 3000 Menschen treffen sich 2 Tage lang eine Digitalveranstaltung machen und hatten am Ende bei der Entscheidung, das zu tun, 3 Monate Zeit. Und das sind so Sketches aus dem Design-Booklet. Grundlage war, dass wir sowieso eine Messe-App dabei hatten. Das sind die Kollegen von Let's Get Digital aus den Niederlanden, die während der Pandemie unglaublich gewachsen sind und die halt so ein Framework bieten, wie man halt so eine Messe durchführt. Das heißt, da gibt es so verschiedene Buttons, ich kann kommunizieren, miteinander chatten. Das hier unten drunter, diese Sponsoren, das ist schon wieder ein Wunsch von uns gewesen, vom Kunden gewesen, zu sagen, ich muss meine Sponsoren irgendwo präsentieren. Und da hieß es auch erst von der Plattform, ja, können wir machen. Das war das, was man hier sieht als 3D, das sehen wir gleich, ist tatsächlich auch in 3D produziert worden. Weil es ging halt darum, das ist nicht eine normale Konferenz in einem langweiligen Konferenzzentrum, sondern das ist tatsächlich, wir haben da echten Rasen auf dem Boden, wir haben echte Bäume in der Halle stehen. Das ist ein ganz anderes Look and Feel als jede andere Konferenzmesse. Also eine Expo Real ist da einfach kalt und laut und nicht schön. So, das heißt, der Wunsch war tatsächlich, diesen Raum virtuell darzustellen, also die Messestände virtuell zu verteilen, Möglichkeiten zu haben, wo die Besucher sich gegenseitig treffen. Das ist so ein Sketch gewesen, wie dann die Konferenz, es gab 5 Konferenzlinien, die parallel stattgefunden haben, wie man die eben entsprechend integriert. Das war so die Idee, wie ist so ein Talkpanel, ne, da kann ich halt gucken, ich habe so und so viele Teilnehmer und habe denjenigen, der spricht, gerade im Fokus. Und dann haben unsere Freunde von der Polis Convention, Professor Bussmann, der sich hier selber in 3D auch hat einscannen lassen als Veranstalter. Also das waren wirklich alle Projektleiterinnen, haben sich einscannen lassen. Auch die Kunden haben das zum Teil gemacht und waren dann virtuell in dieser Unity-Umgebung halt tatsächlich ansprechbar auch. Also ja, ich sage mal schon das ein oder andere Gimmick, wo es aber immer darum geht, so ein bisschen Menschlichkeit und Look and Feel im digitalen Raum zu haben. Und ja, das mal aus der Entwicklungszeit noch, der ein oder andere, der so mit Unity unterwegs ist, sieht, dass das noch irgendwie die Entwicklungsvariante ist, da oben links mit den Daten, mit Gaming-Navigation tatsächlich, AWSD plus Maus und auch da fängt es jetzt an, der normale Immobilienmanager Mitte 50 hat das zum ersten Mal auf seinem Computer. Der guckt dann, also der nimmt die Maus und guckt dann plötzlich in die Decke und weiß gar nicht mehr, wo er ist und so. Also das sind halt die Herausforderungen von 3D, wo ich vorhin schon mal sagte, ich bin da kein Freund für dieses Digitalformat, weil das führt in eine Richtung, in Richtung Games, die aber bei so einer B2B-Plattform nicht unbedingt zielführend sind. Das ist ein schönes Gimmick und wir haben tatsächlich geschafft, so ein bisschen die Atmosphäre aus der Halle halt reinzukriegen. So, und das sind jetzt echte Screenshots aus der Veranstaltung hinterher. Man sieht plötzlich, ach guck mal, der Sponsorenloop ist ja gar nicht da. Nee, weil die Kollegen von Let's Get Digital haben da ziemlich viel versprochen und dann nicht gehalten. Es ging einfach nicht. So, das heißt, wir haben da, das hier ist ein Live-Fenster, da haben wir tatsächlich aus dem Studio in Wuppertal dann gesendet und haben da den Sponsorenloop untergebracht. Aber es war nicht so, wie wir es eigentlich hätten haben wollen. Auch die Position der Kacheln und die Funktion der Kacheln hat sich zum Teil geändert. Das ist so ein Ausstellerprofil, das heißt, wenn ich mich für das Thema Rewe im Immobilienbereich interessiere, dann kann ich da zu dem Aussteller hingehen, habe da die einzelnen Mitarbeiter vom Kunden, kann dann noch zusätzliche Broschüren runterladen. Auch da wieder das Thema, ursprünglich hieß es, die Plattform bietet das,
Aber im Zuge des Projektes stellte sich raus, ja, die Datenmengen, um die es da ging, große Filme, riesengroße Immobilien, PDFs mit hochauflösenden Fotos, ließen sich nicht in der Plattform unterbringen. Das heißt, wir mussten noch einen Amazon-Server zusätzlich anmieten, eine komplette Dateistruktur da anlegen. Also ich sage es einfach so, wie es ist. Da waren die echt die ein oder anderen Schmerzen. Und ja, am Ende war das für die Zeit damals ein sehr erfolgreiches Projekt. Und ich will gar nicht alles andere erzählen, aber das Entscheidende, und das ist auch immer noch ein großartiger Wert, 5 Stunden durchschnittliche Besuchszeit der Teilnehmer. Also die Leute sind wirklich sitzen geblieben, die haben wirklich sich interessiert, aber auch, weil der Kunde relevante Themen hatte, die Branche relevante Themen zu besprechen hatte und auch eine Branche ist, die viel über Inhalte funktioniert. So sah dann eben entsprechend die Übersicht der verschiedenen Konferenz-Streaming-Kanäle aus. Wie gesagt, Land NRW hat einen eigenen gehabt und dann haben wir eben entsprechend unsere selber produzierten gehabt. Und so sah dann entsprechend eine Präsentation aus, ein Kollege von E.ON, der eine Präsentation gehalten hat zum Thema Quartiere der Zukunft. Und da oben sieht man halt die klassischen Kamerabilder der Teilnehmer. Und ja, vor Ort im Verlag haben wir eben entsprechend ein komplettes kleines Studio aufgebaut, haben eine Moderatorin gehabt, die immer wieder Konferenzthemen angeteasert hat. Auch da nicht darauf hoffen, dass man nur mit dem Thema, ich habe da so ein Programm, ich kann da irgendwie draufklicken, menschlicher Kontakt, menschliche Präsentation, auch jemanden vor Ort haben, der sagt, der Herr so-und-so oder die Frau so-und-so kann leider nicht ins Internet kommen. Also es ist so gewesen, dass wir, auch so ein Funfact aus der Geschichte, eine Moderatorin war im Homeoffice und hatte kein Internet mehr. Und die hatte mir vorher aber ihre Fragen für ihr Talkpanel geschickt. Und dann bin ich persönlich in dieses Talkpanel, und ich hatte keine Ahnung über das Thema, und habe eben entsprechend die Fragen gestellt. Ja, und dann können Sie mal was dazu sagen. Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber, also ja, interessant. Und dann Herr Professor so-und-so, Frau Dr. so-und-so. So, also das sind Themen, die halt wirklich passieren können und dann auch nicht zu ändern sind. Ja, Entschuldigung. Genau, also ganz kurz, da sind wir heutzutage wieder, inzwischen auch nicht mehr mit Masken, wir sind wieder bei der Veranstaltung. So, dann klicke ich jetzt mal ganz kurz vorwärts zu einem Thema, was ich meine letzte Folie darstellt und dann auch sich nahtlos in das Thema des Talkpanels einreiht. Meine These ist, heutzutage jedes Projekt, und das ist die Kernthese für Nachpandemie, jedes Projekt braucht heutzutage den richtigen Mix zwischen digital, Hybrid und live. Danke.